Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren! Heute, auf den Tag genau vor 61 Jahren, hat der Vermittlungsausschuss sein Ja gegeben zum Gesetz zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung. Im Sommer 1955 ist es dann in Kraft getreten, wenig später. Ein historischer Zufall natürlich, aber auch eine schöne Gelegenheit, sich anzuschauen, wie damals die Bundestagsdebatten liefen, welches Ziel wurde ausgegeben, wo lagen die Konfliktlinien. Und, meine Damen und Herren, was soll ich Ihnen sagen? Geschichte wiederholt sich doch. In der Debatte von 1955 fielen Begriffe, die uns auch heute wieder beschäftigt haben. Drei im Wesentlichen. Es ging um Enteignung, es ging um einen Ankaufszwang oder ein Vorkaufsrecht des Staates und es ging um die Belastungen für den deutschen Kunsthandel. Schon heute, vor 61 Jahren. Lassen Sie mich von vorne beginnen. Mit der Enteignung, nein, selbstverständlich legt die Novelle des Kulturgutschutzgesetzes nicht die Grundlage für eine Enteignung von Kunsteigentümern oder Sammlern. Und jeder, der das Gesetz gelesen hat, weiß das auch. Das Gesetz zielt darauf ab, national wertvolles, für uns prägendes und identitätsstiftendes Kulturgut vor Abwanderung zu schützen. Und das steht einer Kulturnation, wie wir es sind und worauf wir zu Recht stolz sind, auch gut zu Gesicht, meine Damen und Herren. Kulturgüter sind eben nicht nur Wertanlagen, sie können auch einen ideellen Wert haben. Sie können für unsere Geschichte und für die Gegenwart prägend sein. Und das ist gerade in Zeiten, in denen wir gelegentlich den Eindruck haben, dass die Welt aus den Fugen gerät, wichtig. Nehmen Sie etwa die Tagebücher Alexander von Humboldts. Eine Abwanderung wäre für uns Deutsche ein großer Verlust gewesen. Das Eintragungsverfahren wurde mehrmals höchstrichterlich für verhältnismäßig erklärt. Und der geltende Kulturgutschutz war auf einen gerechten Ausgleich der öffentlichen und privaten Interessen angelegt. So hat das Bundesverwaltungsgericht geurteilt. Und er bleibt es auch mit der vorliegenden Novellierung. Der zweite Punkt von damals, der uns auch heute wieder beschäftigt, die Ankaufspflicht oder das Vorkaufsrecht des Staates. Wir führen jetzt ein Angebotsmodell ein. Es soll ein Verfahren geben, damit national wertvolles Kulturgut, das nicht ins Ausland gelangen soll, durch Museen oder andere Einrichtungen angekauft und damit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Und kommt es dazu nicht, darf dieses Kulturgut das Land trotzdem nicht verlassen. Wir haben uns damit, genauso wie unsere Vorgänger vor 61 Jahren, aus guten Gründen gegen eine Ankaufspflicht entschieden. Denn dort, wo sie praktiziert wird, werden die Nachteile in schlechten Zeiten schnell deutlich. Und was wir nicht wollen, ist ein Kulturgutschutz nach Kassenlage. Der dritte Punkt, damals wie heute, die Folgen für den Kunsthandel. Damals, 1955, sprach der bayerische CSU-Abgeordnete Josef Ferdinand Kleindienst aus Augsburg über dieses Gesetz. Er war der Berichterstatter und er erklärte erst die Änderungen, die im parlamentarischen Verfahren eingefügt wurden, und stellte dann fest, der Kunst- und Antiquitätenhandel hat nichts zu befürchten. Denn auch damals war der Protest groß. Und ich möchte es ihm gleich tun und die Änderungen erwähnen. Das Eintragungsverfahren wird viel transparenter und nachvollziehbarer. Mit einem Negativattest können Eigentümer Rechtssicherheit erhalten. Die Regelung eines Laissez-passer entlastet Kunsthandel und Restauratoren, wenn es um vorübergehend in Deutschland befindliches Kulturgut geht. Und etliche Erleichterungen bei der Sorgfalts- und Nachweispflicht sowie die Ausweitung der Altersgrenzen dämmen Bürokratie ein. Befürchten muss also der Kunst- und Antiquitätenhandel auch heute nichts. Er muss sich aber durchaus auf Veränderungen einstellen und es wird auch an einigen Punkten aufwendiger werden. Zum Schluss möchte ich auf einen Punkt zu sprechen kommen, der damals vor 61 Jahren kein Thema war, der heute aber ein großes Thema ist, nämlich die Regeln zur Einfuhr von Kulturgütern. Denn was wir uns selbst herausnehmen, was wir für uns beanspruchen, dass wir unser national wertvolles Kulturgut schützen, das müssen wir ebenso auch den anderen zugestehen und es ihnen möglich machen. Und ganz abgesehen von internationalen und europäischen Vorgaben werden wir damit auch unserer moralischen, kulturellen und rechtlichen Verpflichtung gerecht. Es hat auch was mit der Haltung zu tun, wie man mit fremdem Kulturgut umgeht. Die Regeln, die wir dafür bisher hatten, die waren nicht sehr wirksam und deshalb brauchen wir neue. Den Anlass gab sicher der Handel mit Antiken aus Kriegs- und Krisengebieten. Und wir wollen nicht, dass mit dem Handel durch diese Antiken
Kriege finanziert werden. Meine Damen, meine Herren, das vorliegende Gesetz ist keine Revolution. Es ist eine Weiterentwicklung und eine Zusammenführung bestehender Regelungen. Es schließt Lücken, die sich aufgetan haben, und wir haben einen Kompromiss gefunden, der die Wirkung des Gesetzes erhält und gleichzeitig bürokratischen Aufwand eindämmt. Es ist wichtig, dass wir einen wirksamen und vernünftigen Kulturgutschutz in Deutschland haben für die Bewahrung des kulturellen Erbes für unsere Kinder und Kindeskinder. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Martin Dörrmann, SPD-Fraktion.